Hallo, in dieser Aufgabe möchte ich mich gern mit der Lösung dieser Aufgabe hier beschäftigen. Auch das ist ein Beispiel, das mir ein Student zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Das ist ja diesmal wirklich so eine klassische Schaltvorgangs-, Ausgleichsvorgangsaufgabe, wie man sie in vielen Übungsheften und Prüfungsklausuraufgabensammlungen zu den Grundlagen der Elektrotechnik findet. Was vielleicht an dieser Aufgabe relativ unüblich ist, ich habe mal zwei mitgebracht, in der Schaltung kommen gleich zwei Schalter drin vor. Typischerweise hat man eigentlich irgendwie immer nur einen oder vielleicht einen Wechselschalter, der was von wohin in irgendwie eine andere Richtung umschaltet oder eine Schaltung einschaltet, ausschaltet. Die Schalter, die ich hier mitgebracht habe, ich kann es mal kurz vorführen. Ich hoffe mal, also die haben ein wunderschönes Klickgeräusch. Definitiv ein Grund, das Audio dieses Videos nicht mit Auphonic nachzubehandeln, weil das mit Sicherheit als Störgeräusch herausschneidet. Aber ja, ganz fantastisch. Könnte ich stundenlang jetzt irgendwie so klicken. Ja, und also was in der Aufgabe jetzt irgendwie unüblich ist, was ich so auch irgendwie selten gesehen habe in irgendwelchen anderen Aufgaben und durchaus eine sehr kreative Idee, ist dieser zweite Schalter hier, der irgendwann aufgehen soll und sozusagen diesen Widerstand mit in die Schaltung reinbringt. Also ansonsten eigentlich irgendwie so klassische Aufgabe, ne? Wir haben eine Spannungsquelle, wir haben ein R und ein L. In einem vorherigen Video waren die beide parallel geschaltet, jetzt sind die in Reihe. Das macht das so ein bisschen komplizierter, weil die jetzt wirklich einen Einfluss aufeinander haben. Das führt auf eine Differentialgleichung raus, die wir dann irgendwie lösen müssen. Und mit dem Schalter S1 schaltet man das hier letztendlich einfach ein. Ja, und dann passiert was und irgendwann soll hier dieser Schalter, der jetzt den Widerstand R, den zweiten Widerstand R hier einfach kurz schließt, geöffnet werden, so dass der Strom dann durch diesen Widerstand durchfließen muss. So, und um das jetzt zu rechnen, mache ich erstmal mein Kamerabild ein bisschen kleiner und kopiere mal hier diese Aufgabe mit Steuerung C und gehe in mein Zeichenprogramm rein, füge die mal ein, dann ist die auch ein bisschen kleiner. Und dann habe ich schön viel Platz zum Schreiben und mich damit zu beschäftigen. So, und ich fange mal an mit dem Aufgabenteil A. Den mache ich mal in blau. Ermitteln Sie, und das kriege ich bestimmt hier nebenhin geschrieben, I von t gleich 0 und I von t geht gegen unendlich. So, und also zum Zeitpunkt t gleich 0 wird der Schalter, wird die verlustfreie Spule da mit 2 Henry hier rangeschaltet an den 1 Ohm Widerstand. Jetzt natürlich die Frage, also meinen die jetzt mit t gleich 0, ja, also hier ist der Zeitpunkt gemeint mit, ich mache den Schalter zu, ne? Also zum Zeitpunkt t gleich 0 Sekunden, die Sekunden könnte man auch weglassen, aber t gleich 0 Sekunden wird dieser Schalter geschlossen. So, und naja, was passiert dann vorher? War ja der Schalter offen. Und wenn es vorher der Schalter offen war, gab es keinen Strom. Und jetzt durch die Induktivität kann der Strom auch nicht springen, weil an der Induktivität hier gilt ja für das UL von t gilt, das ist L mal dI von t nach dt. Ja, und die Gleichung hier macht eben, das ist praktisch das Induktionsgesetz, die macht, dass der Strom nicht springen kann. Weil wenn der Strom springen würde, wenn der Strom sich sprunghaft ändern würde, wäre ja diese Ableitung unendlich, wäre diese Spannung unendlich groß. Das wäre nicht physikalisch. So, und das heißt, wenn der Strom vorher 0 war, weil der Schalter offen war, jetzt mache ich den Schalter zu, kann der Strom nicht sofort irgendwie einen Wert ungleich 0 bekommen. Das heißt, I von t gleich 0 Sekunden, auch wenn damit nach dem Schließen des Schalters gemeint ist, ist dann erstmal trotzdem 0 oder 0 Ampere groß. So, und jetzt lassen wir diesen Schalter einfach zu. Oder jetzt machen wir den Schalter zu und lassen den geschlossen und warten bis unendlich. Dann ist natürlich irgendwann hier dieser Ausgleichsvorgang, der Einschaltvorgang abgeschlossen. Und dann sollte sich ein, weil das ja eine Gleichspannung ist, eine Gleichspannungsquelle, sollte sich auch ein Gleichstrom einstellen, sollte sich irgendwann ein ja, eingeschwungener, eingeschalteter Zustand einstellen. Und das heißt, dann sind alle Größen Gleichgrößen. Dann ist auch der Strom, der hier fließt, ein Gleichstrom. Und die Ableitung von dem Gleichstrom ist dann einfach
0. Und das heißt, die Spannung, die hier über der Induktivität abfällt, die ist dann auch 0, wenn der Strom sich nicht ändert. Wenn wir einen Gleichstrom haben, wird auch keine Spannung induziert, sagt uns auch das Induktionsgesetz. So, jetzt muss ja aber die Spannung von der Quelle dann trotzdem irgendwo hin und dann geht die eben über diesen, fällt die über dem Innenwiderstand ab. Also das heißt, der Strom I von T geht gegen unendlich als Endzustand dieses Ausgleichsvorgangs. Der ergibt sich dann einfach aus UQ durch RI und UQ sind 4 Volt, RI sind 1 Ohm und dann kommen da eben Ohm sind Volt durch Ampere, die Volt kürzen sich weg, dann kommen da, jetzt habe ich hier das so ein bisschen komisch geschrieben. Also nochmal, Ohm sind Volt pro Ampere, Volt kürzen sich weg, Ampere bleibt übrig und dann kommen da 4 Ampere raus. So, so weit, so gut. Das ist Aufgabenteil A, sich einfach überlegen, was ist am Anfang, was ist am Ende dieses Ausgleichsvorgangs. Dann können wir auf Aufgabenteil B schauen. Dafür nehme ich jetzt mal grün als Farbe. Und tja, jetzt steht, ermitteln Sie den Strom, der hier hinten fließt, zum Zeitpunkt T1 und das sollen 2 Sekunden sein. Naja, und jetzt kommt man eigentlich nicht umhin, sich hier wirklich zu überlegen, was passiert hier in dieser Masche, was passiert hier in dieser Gleichung. Also man kann natürlich in irgendeine Formelsammlung schauen, hoffen, dass man jetzt für so ein RL-Glied in Reihe von einer Spannungsquelle gespeist, dass man eine Formel findet mit irgendwie einer E-Funktion drin. Ich würde das jetzt mal einfach zeigen, wie man das ausrechnet, wie man das herleitet. Also das hier läuft eigentlich darauf hinaus, jetzt die Differentialgleichung zu lösen. Und das ist was, was man eigentlich nicht so gern macht, was so ein bisschen aufwendig ist. So, und wie machen wir das jetzt? Also wir schreiben das, was man immer macht in der Elektrotechnik, wenn man nicht so richtig weiß, was man machen soll. Man schreibt Knotensätze auf, man schreibt Maschensätze auf und man setzt Stromspannungsbeziehungen ein und dann kommt da irgendwie ein Gleichungssystem raus und mit dem kann man das anfangen. Also schreiben wir mal einen Maschensatz auf und der Maschensatz würde ja lauten, dass die Spannung über der Quelle UQ genauso groß ist wie die Spannung über dem Innenwiderstand und die sollte zeitabhängig sein plus. Ja, wenn wir den Schalter zumachen, ist die Spannung über dem Schalter 0. Das vernachlässige ich jetzt, genauso diesen Schalter vernachlässige ich jetzt, weil der soll ja noch nicht geöffnet sein, weil zum Zeitpunkt T gleich 2 Sekunden, ja, also der Strom hier kann ja wieder nicht springen, das heißt, es ist egal, ob wir das vor oder nach dem Öffnen dieses Schalters machen, den Schalter lasse ich jetzt einfach geschlossen und dann haben wir nur noch die Spannung über der Induktivität hier, UL von T. So, also wir haben Maschensatz aufgeschrieben. Dann können wir einen Knotensatz aufschreiben. Knotensatz ist in dem Fall irgendwie relativ einfach. Es gibt ja keinen Knoten, schreibe ich jetzt auch nicht auf. Also ich mache mal irgendwie so Knotensatz. Brauchen wir nicht, ja, weil, also der Strom, der hier vorne fließt und der Strom, der durch den Widerstand durchfließt, das ist eben auch genau der gleiche Strom, als zumindest wenn wir jetzt diesen, ja, auch egal, was dieser Schalter hier macht, das ist immer der Strom I von T, der dort fließt. So, und das hier ist die Spannung URI von T. Okay, also wir haben Maschensatz, wir haben Knotensatz. Jetzt brauchen wir noch die Stromspannungsbeziehung. Die Stromspannungsbeziehung an der Induktivität, die steht schon da. Und die an dem Widerstand kann ich hier mal hinschreiben. Die Spannung über den Widerstand ist einfach RI mal I von T. Einfach das Ohmsche Gesetz. So, und jetzt nehme ich diese Gleichung und setze die einfach hier oben ein. Also für die Spannung über dem Widerstand setze ich ein RI mal I von T plus und für die Spannung über der Induktivität setze ich ein L mal DI von T nach DT. Und siehe da, wir haben jetzt schon unsere Differentialgleichung
für die unbekannte Funktion des Stromes eine Differentialgleichung erster Ordnung, weil hier taucht der Strom auf und die erste Ableitung des Stromes mit konstanten Koeffizienten, weil Widerstand und Induktivität, die hängen ja nicht von der Zeit ab, die sind konstant. Und diese Differentialgleichung ist linear, weil ja nur der Strom und die Ableitung des Stromes ohne Quadrat oder Wurzel oder so auftaucht. Und die ist auch, leider könnte man sagen, inhomogen, weil die hat ja hier noch was auf der, in dem Fall jetzt linken Seite, eigentlich würde man das die rechte Seite nennen, da ist noch was. So, und jetzt fangen wir aber an, um diese Differentialgleichung zu lösen, trotzdem mal mit der homogenen Gleichung. Also wir setzen jetzt mal diese Quelle hier zu 0. Ja, wir schauen uns an, was die Schaltung von sich aus machen würde, wenn es keine Anregung gäbe. So, und jetzt können wir hier so drauf schauen und sagen, naja, okay, jetzt muss ja, ja, und Differentialgleichung lösen heißt jetzt sozusagen, eine Funktion für den Strom zu finden, die diese Gleichung erfüllt. Eine Zeitfunktion. Und scharf drauf geschaut, muss ja jetzt die Funktion und die erste Ableitung der Funktion, die sollen zusammen immer 0 ergeben. Und wenn die, egal was für eine Zeit wir da einsetzen, immer 0 ergeben sollen, dann muss ja die Funktion und die erste Ableitung der Funktion, die müssen irgendwie gleich sein, sonst können die ja nicht zusammen immer 0 ergeben. Ja, also das müsste positiv sein und das dann genauso negativ, sodass die zusammen immer 0 ergeben können. Jetzt kann man so ein bisschen sich überlegen, naja, bei welcher Funktion ist das denn so, dass die Funktion und die erste Ableitung der Funktion, dass die immer gleich sind? Naja, bei der E-Funktion ist das so. Ja? Also wir raten jetzt, dass das eine E-Funktion sein muss. Und immer wenn MathematikerInnen raten, eine Lösung raten und danach zeigen, dass die geratene Lösung richtig ist, dann nennen die das einen Ansatz. Also wir wählen als Ansatz, dass unser I von t irgendwie eine E-Funktion ist, e hoch t. Ne? Eine Exponentialfunktion, die von der Zeit abhängt. Ja, weil wenn ich die dann nach der Zeit ableite, kommt ja wieder eine E-Funktion raus. Dann ist Funktion, Ableitung irgendwie gleich. Dann können die zusammen immer 0 ergeben. So, und jetzt kann man sich so überlegen, naja, e hoch t wird nicht funktionieren, weil die Zeit, die ich da einsetze, die hat ja die Einheit Sekunden. Ich kann nur e hoch eine Zahl rechnen, nicht e hoch Sekunden. Also brauche ich noch irgendwas vor dem t, was die Einheit der Zeit wegmacht, sodass hier oben was Einheitenloses steht, e hoch was Einheitenloses ergibt was Einheitenloses. Funktioniert ja immer noch nicht. Ich will ja einen Strom haben, also brauche ich noch was davor, vor der E-Funktion, was mir die Einheit des Stromes mitgibt. Also die Einheit von dem Lambda, das muss 1 durch Sekunde sein, damit das die Einheit von der Zeit wegmacht, und die Einheit von diesem K hier, was man davor schreibt, das muss 1 Ampere sein, damit mir das die Einheit des Stromes mitgibt. Man kann sich auch so ein bisschen überlegen, allein aus grafischer Sicht, ich muss ja die E-Funktion, die jetzt diese Gleichung erfüllt, irgendwie anpassen an die Lösung. Also ich muss die E-Funktion in dieser Richtung skalieren können und ich muss die E-Funktion in dieser Richtung skalieren können. Und das horizontal skalieren, das macht man eben mit dem Lambda. Das skaliert in horizontaler Richtung, und das vertikal skalieren, das macht man mit dem K davor. Also sowohl aus Einheitengründen als auch aus grafischen Gründen braucht man diese Vorfaktoren vor der Lösung. So, und dann können wir natürlich jetzt das mal einmal ableiten, also dI von t nach dt ausrechnen. Und dann ist ja das Schöne, okay, E-Funktion, also konstanter Faktor, kann man da vorschreiben, Faktorregel, E-Funktion, abgeleitet ergibt die E-Funktion. Aber es ist eine verkettete Funktion, da ist noch die innere Ableitung drin. Und die müssen wir noch dahinter schreiben, mit der inneren Ableitung multiplizieren mit dem Lambda. So, und diesen Spaß nehmen wir jetzt und setzen den hier in unsere Gleichung ein. Also da den Strom und hier die Ableitung des Stromes. Und dann kommt da raus, 0 ist Ri mal k mal e hoch Lambda t plus L mal k mal e hoch Lambda t mal Lambda. So, und jetzt kann man in dieser Gleichung ohne Schmerz durch das k teilen, weil das k sollte nicht 0 sein. Wenn das k 0 wäre, wäre das ziemlich albern. Also das würde zwar die Gleichung lösen, weil dann einfach stehen würde, 0 ist 0 plus 0, okay, aber das wäre eine triviale Lösung, wäre keine sinnvolle Lösung dieser Gleichung. Und wir können genauso auch
durch die E-Funktion teilen, weil die E-Funktion sollte ja auch nie 0 sein. Also kann ich die hier wegkürzen und dann bleibt die sogenannte charakteristische Gleichung dieser Differentialgleichung über und die können wir jetzt nach Lambda umstellen. Also ich schreibe hier nochmal hin, da steht 0 ist RI plus L mal Lambda. Ja, kann man sich auch so kurz von den Einheiten überlegen, dass das passt. Die Einheit von dem Widerstand ist ja Ohm und Ohm sind Volt pro Ampere und die Einheit von der Induktivität ist ein Henry und ein Henry sind Voltsekunden pro Ampere. Und wenn man jetzt eben Voltsekunden pro Ampere durch Sekunde teilt, dann fällt genau das Volt weg, dann bleibt da eben Ohm und Ohm über und das passt. So, und die Gleichung können wir jetzt eben nach Lambda umstellen und dann kommt da raus, Lambda ist das R auf die andere Seite rübergeholt und durch das L geteilt steht da minus RI durch L. Das ist jetzt das Lambda. Das Lambda haben wir auch schon mal bestimmt hier in unserer Gleichung. Jetzt fehlt uns noch das K und es fehlt uns noch eine Lösung. Also wir haben jetzt die homogene Gleichung gelöst. Da kommt die sogenannte flüchtige Lösung raus. Das ist jetzt diese hier. Und wir brauchen noch eine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung. Die nennt man partikuläre Lösung. Die steht im Prinzip hier da. Also das ist nämlich das, was rauskommt, wenn man einfach sehr lange warten würde. Ja, das hier unten ist auch, das kann ich mal hier drüber schreiben, das ist die sogenannte partikuläre Lösung. Und das hier ist die sogenannte, also nicht die Ableitung, aber das, was wir hier oben geschrieben haben, ich schreibe es trotzdem mal hier drunter, das ist die flüchtige Lösung der homogenen Differentialgleichung. Das ist die Lösung der homogenen Differentialgleichung, das ist die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung. Und daraus können wir jetzt eine Gesamtlösung zusammenbasteln. Also I von t ergibt sich, ich schreibe mal hier so ein kleines FL dran, ja, ergibt sich aus der flüchtigen Lösung plus der, schreibt mal hier hinter dran oder hier drunter, das ist IPT, die partikuläre Lösung. Und dann kann ich das einfach beides einsetzen und dann steht da K mal E hoch Lambda T, das Lambda kennen wir schon, plus, und hier setze ich jetzt nicht den Zahlenwert ein, sondern UQ durch RI. So, und das, was uns jetzt noch zu unserem Glück fehlt, ist das K. Und das K kriegen wir aus der sogenannten Anfangsbedingung raus. Und die Anfangsbedingung, und deswegen macht das jetzt auch alles total Sinn, wie die AmerikanerInnen sagen würde, die Anfangsbedingung, oder kurz AB, oh, hier ist mein Kabel im Weg, deswegen sieht die Schrift so komisch aus, AB, die Anfangsbedingung, die steht hier, die haben wir uns auch schon ausgedacht am Anfang. Ja, und deshalb ist, also wahrscheinlich hat jemand eben aus didaktisch motivierten, klugen Gründen sich gedacht, okay, diese Anfangsbedingungen, sozusagen die partikuläre Lösung, die fragen wir hier vorher schon mal irgendwie ab. Dann kann man sich nämlich schon mal so ein paar Gedanken darüber machen. Und naja, wenn die schon mal nicht stimmen, dann wird das hier am Ende auch irgendwie ziemlich schwierig, eine vernünftige Lösung für diese Differentialgleichung auszurechnen. Aber wenn die stimmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dann steigt die auf jeden Fall. So, und die Anfangsbedingung sagt uns jetzt eben, also I von t gleich 0 soll ja 0 sein. Und jetzt kann ich, also laut hier, ne? Und jetzt kann ich ja in die Gleichung hier auch genauso 0 einsetzen. Also dann steht da k mal e hoch Lambda mal 0, weil für die Zeit t habe ich ja 0 eingesetzt, plus UQ durch RI. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, E hoch 0, was ergibt das? E hoch 0 ergibt 1, K mal 1 ergibt K. Und wenn dann K plus UQ durch RI 0 sein soll, dann folgt daraus natürlich, dass das K, wenn ich die Gleichung einfach nach K umstelle, dass das minus UQ durch RI sein muss.
So, und damit kann ich jetzt die Gesamtlösung hier hinschreiben. Ich mache mal hier so ein Pfeil von der Gesamtlösung. Also I von T ist jetzt einfach K, und K ist minus UQ durch RI mal diese E-Funktion, E hoch Lambda T. Und für Lambda kann ich jetzt ja auch das minus RI durch L mal T schreiben. Also für das Lambda schreibe ich das und das T ergänze ich. Und dann noch plus das, was hinten steht, UQ durch RI. So, und jetzt hat man hier ein UQ durch RI und hier ein UQ durch RI. Das heißt, das kann ich auch einmal ausklammern. Dann steht da UQ durch RI mal in Klammern. Und hier hinten, ich fange mal mit diesem Term an, wenn ich hier das UQ durch RI ausklammer, steht da einfach eine 1. Und hier vorne, wenn ich das UQ ausklammer, steht da minus diese E-Funktion. Also minus RI durch L mal T. So, und das ist jetzt die Lösung. Die Lösung für den Strom, der sich hier ergibt in dieser Masche, aus dieser Differentialgleichung. Und mit so ein bisschen Glück habe ich es jetzt geschafft, nicht in mein Kamerabild reinzuschreiben, und man kann alles lesen. Und da können wir jetzt einfach die 2 Sekunden einsetzen. Also kann ich jetzt damit mal ausrechnen als Endergebnis von Teil B, I von T gleich 2 Sekunden. So, naja, gut. Und jetzt setze ich da einfach im Prinzip in die Gleichung 2 Sekunden ein. Also ich schreibe das mal auf, ne? Ich setze mal Zahlenwerte ein. Also UQ durch RI haben wir schon ausgerechnet. Das war ja das hier hinten. Das waren die 4 Ampere. Und dann haben wir 1 minus E hoch minus. So, und jetzt RI durch L habe ich, glaube ich, noch nicht ausgerechnet. Das schreibe ich mal hier nebenhin. Also, oder kann ich hier oben bei dem Lambda noch ergänzen? RI sind 1 Ohm und L sind 2 Henry. Und Henry waren ja Voltsekunden pro Ampere, so wie das hier steht und so. Und dann kommen da eben hier unten bleibt eine Sekunde über. Also hier steht E hoch minus 1/2. Und eine Sekunde unterm Bruchstrich. Das ist jetzt das Lambda. Und für T wollen wir 2 Sekunden einsetzen. Also steht dahinter noch mal 2 Sekunden. Und dann kürze ich natürlich die Sekunden weg. So sollte das ja auch sein, sodass sich für den Exponenten der E-Funktion was Einheitenloses ergibt. Und die 2 kürze ich auch weg, sodass da E hoch minus 1 steht. Und E hoch minus 1 E hoch minus 1 ist ja das gleiche wie 1 durch E, und E sind 2,73 irgendwas, und 1 durch E sind, also wenn man so ein bisschen solche Aufgaben schon häufiger mal gerechnet hat, weiß man, das sind ungefähr, vielleicht sollte ich kein exakt, sondern eher ein ungefähr 0,37 schreiben, ja, oder 37%. So, und 1 minus 37% macht natürlich 63%, und das sind jetzt eben 63% von diesen 4 Ampere. Habe ich jetzt keine Lust, das im Kopf auszurechnen, aber ich schreibe mal hin, mal 63%. Also, weiß nicht, 2, irgendwas. So, das sollte jetzt das raus. Also auf jeden Fall was, was nicht 2 Ampere sind oder sowas, sondern irgendeine krumme Zahl kommt da eben raus. So, das ist das, was hier rauskommt. Kann man jetzt einmal mit dem Taschenrechner ausrechnen. Okay, dann stellt sich noch die letzte Frage, und dafür nehme ich jetzt mal Grau als Farbe. Und zwar, zu welchem Zeitpunkt T1 Sternchen, anstelle von T1 müsste man den Schalter S2 öffnen, damit der Strom danach konstant bleibt. So, und das ist jetzt eine Frage, da kann man wirklich ein bisschen meines Erachtens mit testen, ob Leute verstanden haben, was sie hier tun. Also, weil, was müsste man sich überlegen? Also der Strom soll jetzt danach konstant bleiben. Ne? Jetzt ist ja hier, also wir haben den Strom jetzt ausgerechnet.
Der jetzt hier fließt nach 2 Sekunden. Strom geht irgendwie hoch auf eine E-Funktion. Also vielleicht mache ich mal eine Skizze. Ne? Das könnte jetzt bestimmt nicht schaden. Also ich nehme mal doch wieder schwarz und mache mal so eine kleine Skizze, was jetzt hier passiert. Und dann brauche ich bestimmt sowieso eine neue Seite, um das noch vernünftig auszurechnen. Also das soll die Stromachse sein. Das soll die Zeitachse sein. Das ist T und das ist I von T. Und ich zeichne mal ein, so als Achsenskalierung, hier unten ist natürlich 0 und dann hätten wir 1, 2, 3 und 4 Ampere. 4 Ampere wäre ja der Maximalwert. So, und jetzt würde, wenn man eben diese E-Funktion hier zeichnet, beziehungsweise hier unten unsere Gesamtlösung zeichnet, das sind die 4 Ampere und 1 minus E hoch minus T, ergibt als E-Funktion, vielleicht zeichne ich das jetzt mal wieder in grün ein, das ergibt genau sowas hier. Also hier oben ist die Asymptote, hier oben sind die 4 Ampere. Und diese Funktion hier ergibt jetzt eine ansteigende E-Funktion, also ja, eine asymptotisch auf diese, auf diesen Wert ansteigende E-Funktion. Die sieht ungefähr so aus. Schwierig zu zeichnen. So aus der hohlen Hand. Aber also die nähert sich immer dichter dieser Asymptote hier an, erreicht die aber nie. Und jetzt kann man hier immer an diese Funktion praktisch eine Tangente anzeichnen. Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da wäre eine Zeitkonstante um. Zeitkonstante habe ich jetzt hier noch nicht hingeschrieben. Zeitkonstante würde man nennen Tau. Und Tau wäre genau minus 1 durch Lambda. Ist so eine Definitionssache. Das Lambda hat ja die Einheit 1 durch Sekunden. Und das Tau wären jetzt in dem Fall eben 2 Sekunden. Also hier kommt ein halb 1 durch Sekunde raus, das Tau wären genau 2 Sekunden. Also hier unten wäre jetzt 1 und Tau, hier wären 2 Sekunden. Und wenn ich dann wieder hier an die Stelle, an die Funktion eine Tangente anlege, da wo die Tangente wieder die Asymptote schneidet, da wäre wieder eine Zeitkonstante um, da wären sozusagen 4 Sekunden. Und jetzt kann man es weiter so machen, wieder da wo die Tangente die Asymptote schneidet, da wären wieder eine Zeitkonstante um 6 Sekunden. Dann sieht man so nach 3 Zeitkonstanten ist der Ausgleichsvorgang schon fast abgeschlossen. Nach 5 Zeitkonstanten ist der schon ziemlich gut abgeschlossen. Und das, was wir jetzt hier ausgerechnet haben, nach 2 Sekunden, ja, meine E-Funktion ist nicht so wahnsinnig gut gezeichnet. Das sieht jetzt so aus, wenn die hier bei 2 ist. Die ist aber bei 4 mal. Also ich muss das jetzt, glaube ich, trotzdem mal ausrechnen. Ich suche mir mal Octave kurz als schlauen Taschenrechner und gucke mal, wo das hier aufgeht auf meinem Computer. Da ist es. Und tipp mal ein, also 4 mal e hoch minus 1, Quatsch, mal 1 minus e hoch minus 1 und dann kommen da 2,5 irgendwas raus. Ja, 2,54, nein, 2,53, sagen wir mal so, 2,53 Ampere. Und naja, also meine E-Funktion hat hier so einen kleinen Knick, ne? Deswegen, das müsste irgendwo hier so sein. Also hier müsste die eigentlich landen. Die müsste hier so ein bisschen weiter den Puckel nach oben machen. So richtig cool habe ich die hier irgendwie, ist mir die heute aus der hohen Hand nicht gelungen, die E-Funktion. Aber die ist auf jeden Fall nicht exakt bei 2. Bei 2 Sekunden ist sie nicht genau bei 2 Ampere, sondern bei 2,45 Ampere. So, und die Frage, tja, also das macht das so. Und jetzt mache ich eben zu diesem Zeitpunkt hier bei 2 Sekunden, mache ich ja irgendwie den Schalter auf. Also bis hier macht die Funktion genau das. Ja, ich zeichne hier mal noch so ein bisschen dicker ein. Und jetzt mache ich hier den Schalter auf. Und jetzt passiert irgendwie was anderes. So. Und also was ich ja mache, ist, wenn ich den Schalter aufmache, dann ist auf einmal noch dieser Widerstand mit im Kreis drin. Der soll auch 1 Ohm haben. So, und jetzt mache ich,
mal, jetzt brauche ich nochmal irgendwie eine andere Farbe, das mache ich mal in Schwarz, um das jetzt nicht hier irgendwie durcheinander zu bringen. Also, wenn wir den Schalter S2 öffnen, schreibe ich mal hier irgendwie hin, S2 offen, dann, was ändert sich dann eigentlich, was passiert dann? Also, dann ergibt sich hier eine neue partikuläre Lösung, ein neuer Strom am Ende dieses Ausgleichsvorganges. Also dann ist I von T geht gegen unendlich. Ist nicht mehr UQ durch RI, sondern wäre UQ durch RI plus R. Weil ich habe jetzt ja beide Widerstände in Reihe in dieser Schaltung drin. Und das wären dann eben 4 Ampere durch 2 Volt macht 2 Ampere. Also es gibt auf einmal einen neuen Endwert, nämlich 2 Ampere. Ja, der wäre jetzt hier. Also ein neuer Endwert. Oh, irgendwie so in der Mitte. Genau, hier auf die Formel mit den 2 Ampere zuzeigend. So, und es ergibt sich auch eine neue Zeitkonstante. Ja, also die Zeitkonstante vorher, das Tau, das war ja L durch RI. Und anstatt RI steht da jetzt RI plus R, weil zu dem RI-Widerstand ist jetzt noch der Widerstand R in Reihe. Ja, also man könnte jetzt diese ganze Differenzialrechnung nochmal aufschreiben und irgendwie neu rechnen für beide Widerstände, aber man kann das einfach jetzt ein bisschen kürzer machen. So, und also vorher stand da 2 Henry durch 1 Ohm, das ergab genau die 2 Sekunden. Jetzt steht da 2 Henry durch 1 Ohm plus 1 Ohm sind 2 Ohm. 2 Henry durch 2 Ohm ergibt genau 1 Sekunde. Also der Endwert für den Strom ist halb so groß und die Zeitkonstante ist irgendwie auch halb so groß. Und das heißt, das, was der Strom jetzt macht, wenn ich jetzt hier zu diesem Schaltpunkt, zu diesem Zeitpunkt, jetzt machen wir S2 öffnen. Ja. So, und dann sollte der Strom eben mit einer kürzeren Zeitkonstante, also ich mache jetzt mal, dass das ein bisschen steiler ist, sollte der auf, das ist wahrscheinlich zu steil, sollte der jetzt auf diesen Endwert gehen. Also das ist, was der Strom jetzt macht. Der geht auf diesen Endwert und nähert sich dem asymptotisch an. Also nicht hier mit so einer Schwingung, das ist jetzt meine Unsicherheit beim Zeichnen, aber ja, Strom steigt am Anfang an, nach 2 Sekunden mache ich den Schalter auf. Durch den neuen Widerstand ergibt sich ein neuer Endwert, ein bisschen halb so kurze Zeitkonstante und dann geht der Strom auf diese 2 Ampere. So, das ist das, was jetzt so erstmal nach der bisherigen Aufgabenlösung passieren würde. Und jetzt ist die große Frage bei Aufgabe C, naja, zu welchem Zeitpunkt T1 Sternchen hier genannt, anstelle von dem T1, ne, das hier ist ja das T1, wo müsste man denn den Schalter S2 öffnen, damit der Strom danach, nach dem Öffnen, konstant ist? So, ganz am Ende ist dann natürlich mal hier diese 2 Ampere. Ja? So, das heißt, wann müsste ich jetzt den Schalter öffnen? Na, ich müsste den genau hier öffnen, wo der Strom genau die 2 Ampere Linie schneidet. Also genau hier, ja, genau hier müsste das T1 Sternchen sein. Und wenn ich genau hier den Schalter öffne, dann ergibt sich ja dieser neue Endwert von 2 Ampere und dann habe ich nicht so ein Überschwingen und Runterschwingen, sondern dann ist der Ausgleichsvorgang instantan sozusagen abgeschlossen, weil ich dann genau diesen neuen Endwert schon erreicht habe. So, also eigentlich ist die große Frage jetzt, die sich bei C ergibt, und dafür brauche ich jetzt, glaube ich, trotzdem eine neue Seite, ist, wann hat dieser Stromverlauf oder dieser Stromverlauf hier oben, ne, wann ergibt der hier drüben 2 Ampere? Was für ein T ergibt sich hier? Dann ist das T1 Sternchen, was sich da einsetzen muss. Das ist genau die Frage. So, und jetzt versuche ich mal Trick 17 zu machen. Ich versuche das mal hier auszuschneiden. Das hat sogar ganz gut funktioniert und klicke mir mal eine neue Seite und füge das mal ein. Hey, das ist der Zauber der Digitalisierung. So, und
genau die Gleichung will ich jetzt lösen. Ja, also ich muss die Gleichung jetzt nach t umstellen. Bei welcher Zeit sollte das so sein? Und meine Skizze hier oben sagt mir schon mal, naja, das sollte irgendwas so kurz vor 2 Sekunden sein, 1,5, 1,6 Sekunden, irgendwie sowas in dem Dreh. So, also die Gleichung nach t umstellen. Das mache ich jetzt mit Grau. Also, wir müssen erstmal das hier wegbringen. Also wir teilen durch UQ durch RI. Ja, dann steht hier drüben 2 Ampere mal RI und durch UQ, das kann ich dann gleich mal ausrechnen. Und dann bleibt hier drüben eben stehen 1 minus und diese E-Funktion. RI durch L mal T1 Sternchen. So, dann könnte ich mal die E-Funktion von der 1 hier trennen. Also einfachste Sache wäre, ich bringe die E-Funktion auf die andere Seite, tausche das hier rüber. Dann steht hier drüben die E-Funktion und dann kann ich den Rest gleich mal ausrechnen. Also E hoch minus RI durch L mal T1 Sternchen F abgeschrieben. Und hier drüben steht der Widerstand, das waren ja 1 Ohm, die Spannungsquelle waren 4 Volt. Dann kürzen sich hier die 2 und die 4 weg und dann bleibt da und das sind Volt pro Ampere, dann kürzen sich genau Ampere gegen Ampere und Volt gegen Volt, dann bleibt da 1,5 über, also 1 minus 1,5. Ist auch total sinnvoll, dass da 1 minus 1,5 gleich 1,5 rauskommt, weil das ist genau diese 1,5 hier, ne? Die 2 im Verhältnis zu den 4. Also wann ist diese E-Funktion auf 1,5 angestiegen? Das ist genau die 1,5, die uns hier bleibt. So, jetzt die nächste Frage. Wie kriegen wir die E-Funktion weg? Naja, indem wir die Umkehrfunktion nehmen. Das ist der natürliche Logarithmus. Also wir packen auf beide Seiten der Gleichung den natürlichen Logarithmus drauf. Natürlicher Logarithmus von der E-Funktion ist das Argument der E-Funktion. Die heben sich beide gegenseitig auf. Dann steht da RI minus RI durch L mal das gesuchte T1 Sternchen. Und auf der anderen Seite steht der natürliche Logarithmus von 1,5. So, und jetzt müssen wir nur noch das RI und L wegmachen und das Minus. Also wir teilen durch Minus RI durch L. Und dann steht hier T1 Sternchen ist Minus L durch RI mal der natürliche Logarithmus von 2. Und jetzt kann man wieder die Werte einsetzen. Also nicht der natürliche Logarithmus von 2, sondern, Entschuldigung, der natürliche Logarithmus von 1,5. Und L ist 2 Henry. RI ist 1 Ohm, Henry sind Voltsekunden pro Ampere, Ohm sind Volt pro Ampere, da kürzen sich Volt gegen Volt und Ampere gegen Ampere, da bleiben Sekunden über, was schon mal total gut ist, weil wir wollen eine Zeit ausrechnen und dann steht hier hinten immer noch der natürliche Logarithmus von 1,5. Und ja, das kann man jetzt einfach in seinen Taschenrechner eintippen, muss man nur gucken, dass man den richtigen Logarithmus an der Stelle erwischt. Das mache ich jetzt natürlich hier wieder in meinem Octave-Fensterchen. Also minus 2 mal der natürliche Logarithmus von 0,5. Und das macht 1,4 oder 1,38 Sekunden. Ja, und das passt ja irgendwie was kleiner als oder 1,39 Sekunden, wenn ich jetzt mal auf 2 Nachkommastellen runde. Das passt ja auch ziemlich gut zu dem, was hier vorher aus der Skizze rausgekommen ist. Ja, also wenn hier 2 Sekunden sind, meine E-Funktion nicht so wahnsinnig schön gezeichnet ist, aber also irgendwas, was schon deutlich kleiner als 2 Sekunden ist, aber auch irgendwie ein bisschen größer als 1 Sekunde. So, und das ist jetzt genau die Lösung dieses Aufgabenteils C hier. Also aus meiner Sicht eine wunderschöne Aufgabe, wo man so ein bisschen darüber nachdenken muss, was hier passiert eben mit diesen beiden Schaltern. Und ich kann hier nochmal mit meinen Schaltern ein bisschen rumspielen und rumklickern. Also
ziemlich coole Aufgabe, eigentlich am Ende gar nicht so eine wahnsinnig komplizierte mathematische Lösung, aber diese beiden Schalter machen doch irgendwie, dass man so ein bisschen darüber nachdenken muss, was hier passiert. Differentialgleichung aufstellen, lösen und am Ende eben die Lösung nochmal einmal umformen und umstellen mit diesem Logarithmus, um wieder eine Zeit auszurechnen.